Willkommen zurück, Let's Play Nier Automata. Und ja, immer noch unterwegs als 9S. Operator to 9S. Transferring coordinate data for the location specified by Resistance Leader. Nice, Operator. You work fast. Mindless chatter drains energy, 9S. Please keep your comments reserved for mission-related topics. Yeah, yeah. Okay, ich glaube, das sind so Nachrichten, die quasi... die quasi nur für 9S bestimmt sind. Von denen 2B nichts mitbekommt oder so. Auch eine coole Angelegenheit, finde ich. Wir sind jetzt auf dem Weg wieder zur Wüstenregion. Da bin ich ja sehr gespannt, was da so abgeht. Ich kann hier diesen einen Teleportpunkt schon mal freiprügeln. Oh, der ist gar nicht geschlossen. Umso besser. Ah, aber ich kann hier auch gar nicht teleportieren, noch nicht. Verlorene Ausrüstung, mal wieder. Ich wollte dir von deinem letzten Einsatz noch etwas sagen. Laut unserem Analyse-Team ist die Ausrüstung... Aha. Okay, ja dann, kommt. Machen wir es diesmal anders. Diesmal gehen wir gleich die Ausrüstung holen. Damit wir nicht den halben... Damit wir nicht später irgendwie hier nochmal hoch müssen. Hoppla. Web. Was zum? Was macht der denn da? Für komische Moves? Verwirrung pur. Ah, okay. Ich habe wohl meine Sprungtaste zu lange gehalten. So, da sind wir wieder. Once again. In der verlassenen Fabrik. Zum vierten Mal oder fünften Mal sogar. So, aber hier können wir... Genau, also teleportieren geht wohl nur zum Bunker. Hui! So, aber hier müsste jetzt dann ja eigentlich... wieder die Ausrüstung liegen oder so. Tut's aber nicht. Sehr interessant. Warum habe ich jetzt diese Nachricht eigentlich bekommen, wenn hier dann doch nichts ist? Vielleicht finden wir hier aber doch nochmal zum Beispiel eine Kiste. Mittlere Erholung. Sehr schön. Hat sich schon mal gelohnt. Ist auf der Seite vielleicht auch nochmal irgendwas? Nee. Hier ist nichts. Da hinten sehe ich noch was leucht. Moment. Natürlich bergen wir die. Einfach weil ich das mega nice finde. So, hier oben gab es jetzt nichts, aber ich glaube, wir können hier... Ne, können wir nicht. Ich dachte, da könnte man vielleicht einfach mal runterspringen. Ey. Keine Abkürzung hier. Sehr schade. Aber hier gibt es eine Abkürzung. Höp. Und schon wieder ist die Maus da oben. So eine... So ein Mist. Okay. Warum auch immer die da jetzt lag.
Jawohl. Ziemlich viel Chaos hier. Ich frage mich echt, welche Stadt das auch war mal. Das wäre mal interessant herauszufinden. Sieht nach einer amerikanischen Stadt aus. Würde ich sagen. Na komm, mach's kaputt und gut ist. Keine langen Spielchen hier. Ah, da ist doch noch einer. Das wollte ich jetzt nicht. Aber da kommen sie runtergefallen. Die Einzelteile. Ah, da oben fliegt wie dieses fette Vieh durch die Gegend. Es macht auch sehr viel Spaß, das kaputt zu machen. Okay. Ich frage mich gerade. Yikes. Sag mal, was halten die eigentlich hier gerade aus? Geht ja gar nicht. So. Einer weniger. Holt mal das Ding jetzt vom Himmel hier. Und einfach den nächsten hacken. So, wieder geschafft. Jetzt versuchen wir es mit dem auch nochmal. Hat funktioniert. Wie? Das hat aber nur. Das hat aber nicht volle. Punkte gebracht. Oh, na komm, mach's kaputt. Bevor es dich kaputt macht. So. Hat es jetzt funktioniert? Immer noch nicht. Na komm, ich bin doch gerade am Ausweichen. Du Drecksvieh. Alter, die Dinger.
übertreibt es mal. Oh fuck. Na komm. Jetzt habe ich einfach noch mehr Gegner dazu geholt. Oh krass. Der ist ja schon direkt hier vor meiner Nase. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Jetzt machen die auch noch einen auf Hubschrauber hier. Ich dachte gerade eben, das war's gewesen. Na komm, hackt sie kaputt. Wow. Alter Verwalter, was sind denn das für Brecher, bitte? Boah. Okay, einmal noch vier. Das war's. Das reicht mir. Das reicht mir. Kein Bedarf mehr auf die Gegner. Das war mir irgendwie ein bisschen zu doll gerade. Sehr seltsam. Ach ja, oh, die Wüstenregion war scheiße. Ohne Witz, das war so, das war so ein richtiger Abfuck gleich am Anfang. Weil dieses Rumsliden hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat einen immer mega ausgebremst. Aber gut, wir sind jetzt zumindest endlich wieder in der Wüstenregion. You're from Yorha, right? I've heard about you guys. We've got a squad mate waiting in a rocky stretch up ahead. Head on over. Just remember that there's nowhere to resupply out there. If you need anything, best to take care of it here while you can. What can I help you with? Hm. Das ist doch schon mal super. Ich berate einfach alles in kleine Erholung. Mit dem Rest bin ich eigentlich einigermaßen zufrieden. Naja, nicht wirklich. Was ist das denn gerade eben gewesen? Bitte diese Bildaussetzer. So, hier laufen wieder diese Kaktoren durch die Gegend. The Council of Humanity has a message for all of our brave androids fighting on the surface. Currently, our struggle against the machine life forms is at a stalemate. This battle has raged for far too long. I am sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Remember that several hundred thousand humans on the moon want nothing more than to return to Earth. Glory to mankind. Those council broadcasts are always so stiff. Report. Mail notification received from access point. Und wieder eine neue E-Mail. Ja, ich glaube, die müssen aber so förmlich sein, weil sonst wäre es ja viel zu einfach. Das geht doch. Aber kommt mir das nur so vor? Da geben die jetzt viel, viel mehr Erfahrungspunkte als vorher. Ich meine, ich bin der Meinung, dass die sonst immer zweistellige Erfahrungspunkte gegeben haben. Jetzt sind es mittlerweile dreistellige. Schon ziemlich geil. Irgendwie.
überlege auch gerade, mit welcher Stufe wir hier angefangen haben. Autogegenstand 3. Okay. Was wird denn hier angegriffen? Ach, das Ding wird angegriffen. Auch schon Stufe 34. Ich überlege gerade, was wir machen könnten, um hier geschmeidig zu leveln. Aber ich glaube, das passt sich irgendwann von alleine mehr oder weniger an. So ein paar Stufen drüber sind ja eigentlich weniger das Problem. Hallöchen, hey. Bombastiker. Our leader told me all about you. Name's Jackass. Nice to meet you. I hear you're planning to take out all the machines in the desert. Guess that means we need to get that entrance open. Looks like it. So, Jackass, was it? What are you doing all the way out here? Hmm? Oh, that? Well, wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to be a hero, all right? Klar, wir werden nicht den Helden spielen. Ist ja nicht so, dass wir hier voll bombastisch gut sind und ihr nur so mittelmäßig. Naja, komm. Sie macht ihren Job, wir machen unseren Job. Und dann ist okay. So. Oh. Wow, 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 wow. Hä? Die wirken ja fast, als würden die gar nichts aushalten gerade. Ist ja unheimlich. Ah, okay. Kapitelfunktion. Bin ich ein klein wenig verwirrt. This sand sure is slippery. Careful. We've got enemies approaching. Ah, da sind sie ja. These machines are talking. Yeah, I heard from the resistance that they've been seeing us a lot lately. Couldn't tell you why though. Redende Maschinen. Ja. Komischerweise war das irgendwann dann gar nicht mehr so das große Thema. Da hatten wir irgendwie andere Sorgen. Ah, hier ist noch ein Chip. Bewegungstempo. Und irgendwo kommen wir, glaube ich, noch an einem Safe Spot oder Safe Point vorbei. Ja, genau, gleich als nächstes. Sehr, sehr gut. Als ob ihr hier irgendjemanden exterminieren werdet. Do you think they even understand the concept of being scared? So, schon besser. So, wollen wir noch welche? Da haben wir noch welche. So. Adios. Na, das meine ich. Man kann sich so schon teilweise kaum vernünftig drehen. Und dann kommen die hier noch auf die Idee, durch die Gegend zu rutschen. Ugh. Ich breche ab. Uff. So, da sind wir wieder. Am Speicherpunkt.
Gucken wir nochmal. Posteingang von 9S. Menschenrat. Vorgesehene Korrespondenz. Achtung an alle Androiden. Jahrtausende sind vergangen, seit wir Menschen auf den Mond flüchten mussten. Und während der Krieg weiterhin festgefahren ist, wissen wir genau, dass wir unsere Sicherheit euren mutigen Bemühungen auf dem Boden verdanken. Wir bitten euch darum, weiterhin alles in eurer Macht Stehende zu tun, um die Erde von den Maschinen zurückzuerobern. Der Menschheit zur Ehre. Sehr, sehr gern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt muss ich mal hier ganz kurz was gucken. Karten. Abgeschlossene Aufgaben. Gegenstände. Waffen. Nee. Fähigkeiten. Info. Einheiten. Waffengeschichten. System. Nö. Ich dachte, dass hier noch irgendwas Interessantes für uns wäre. Ist es aber nicht. Au. Du Fuck. Und dass dann die Kamera irgendwie die ganze Zeit so nach oben geblockt ist. So. Auf Wiedergeschaut. Das war gerade richtig, richtig ekelhaft. What's with the weird looking outfits? I've seen that sort of thing when I was going through some old data. It looks like what humans used to wear long ago. Certain human collectives used to use face paint like that too. Ist das so? So sehen Menschen aus? Interessant. Ich würde zu gerne mal überhaupt Menschen sehen. Hier sind immer nur Maschinen und Androiden und irgendwie keine Menschen. Dafür japanische Leichen. Na komm. Also irgendwie ist die Steuerung mit 9S irgendwie nicht so geil wie mit 2B. Ich weiß aber auch echt nicht warum. Oder es liegt einfach daran, weil es schon so unglaublich spät ist und ich langsam keine wirklich große Konzentration mehr habe. Ja, ich hab's verstanden. Oh, nimm doch das Ding auf. Slide ist hier 50.000 Mal dran vorbei. Deswegen, das meine ich. Ich hasse diese Wüstenregion, ne? Die ist so . Also richtig . So, ganz kleiner Moment. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte nochmal die Map gucken. Genau, erstmal dahin nochmal. Die letzte Runde drehen. Wow. Ach ja, da war ja was. What? Nein, nicht ihr. Boah. Wie die hier mit Sprengstoffen angerollt kommen. Das hat man nämlich auch schon mal. Und das... Da rutscht die 2B... wie verrückt durch die Gegend. It's fine. Their speech doesn't mean anything. They're just emitting words at random. If they wanted help, why would they be attacking us? Yeah. Scroll, scroll, scroll. Action. Prügeln. Gegner besiegen.
Max LP plus 2. Ja, man merkt schon, man bekommt hier auch deutlich bessere Gegenstände als vorher. Also früher oder später muss ich dann doch nochmal meine Punkte ein bisschen anders verteilen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich die Sicht von 9S nochmal wiedergibt in diesem Spiel. Und hier ist wieder dieser eine sprechende Dude, der dann gleich vor uns weglaufen wird. Da ist er. Und weg ist er wieder. It's heading for that rocky area. Individual target ID marked. So, wunderbar. Jetzt können wir ihm wieder hinterher. Once, long ago, a volcano erupted. From the fires of the eruption, a god emerged. One day, the god appeared before the machines and said, consciousness, pain, joy, misery, fury, shame, desolation, the future, the meaning of life. What's that? Analysis. It is the ruin of a former human residential area. Large numbers of humans resided in such concrete and metal shelters. The structures were referred to by names such as apartment complex. I wonder why they insisted on living in such large groups. Things must have been really dangerous around here, huh? Negative. Living conditions were mandated by economic imbalance and a lack of space. Man, humans sure are weird creatures. Ich guck mir mal an, was Blechwalze da geschrieben hat. War hier unten nicht irgendwo ein Safe Spot? Ich bin der Meinung, ja. Ah, da ist er, ja. Genau, bis dahin machen wir noch. Und dann... und dann werde ich mich echt mal ein bisschen hinpacken. Ich merke gerade, dass ich langsam immer... träger werde. Und vielleicht hat das auch so der Grund, warum ich das mit dem Ausweichen so unglaublich souverän in den Sand setze. Und das sollte jetzt kein schlechter Wortwitz sein, weil... Ach, schon wieder dieser Haker. Weil ich mich gerade in der Wüstenstadt befinde. Ich gehe mal einmal hier lang. Okay, ein alter Spielplatz. So, und hier war noch ein Item. Das nehme ich mir mal, ein Kristall. Boah, diese ganzen zerstörten Häuser, umgerissen. Also ein bisschen mehr Detail hätte ich mir jetzt hier schon gewünscht. Ne? Das sieht ja alles irgendwie gleich aus hier. Geht ja gar nicht. Nee, aber dann gucken wir doch mal. Also ich habe Posteingang. Operator. Das ist eine vorgesehene Korrespondenz für Joa-Mitglieder. Antworte, falls du ein Anliegen hast. Solltest du keine Anliegen haben, ist keine Antwort nötig. Okay. Nee, aber ich habe hier nur den Arcade.
Probieren wir es doch mal. Ey. Machen wir das doch mal. Das finde ich so frech, dass das gleich anfängt. Noch bevor wir überhaupt irgendwas machen können. Nee. Okay. Bekommt. Ey. Okay, soviel zum Thema, bekommen wir dafür irgendwas? Nope, wir bekommen nichts. Aber wir haben hier auch nur schnell speichern. Wir haben hier keine Kapitelausfall oder dergleichen. Schön wäre es gewesen. Aber leider nicht. So, aber jetzt. Gähne ich euch nicht ins Ohr. Sondern verabschiede mich und sage einfach mal tschüss, bis später irgendwann, wenn es wieder heißt Let's Play Nier Automata. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen und so weiter. Bis bald.